Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 345 von Simotrans. Ja, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, wie es wird weitergehen mit dieser Geschichte. Der Jack RG hat sich, oder Jack wird er wahrscheinlich gesagt, hat sich noch gemeldet, dass er das Pack hier, was wir jetzt schon spielen, das beste Pack, was es gibt, finden. Ja, würde ich jetzt auch überlegen, ob wir das weiterspielen oder aber ich bin da noch nicht ganz klar, aber das Comic-Pack würde mich jetzt mal interessieren. Habe ich damals mal den Bienenstock für kreiert, ob der da reingefunden hat, weiß ich gar nicht. Aber da ist auf jeden Fall auch eine Aktivität in diesem Chat da, wo ich das gesehen habe. Also letzter Stand der Dinge ist, glaube ich, Juni 2021, meine ich. Also vor einem halben Jahr kam da was raus zuletzt, ein letzter Stand und dann wird wohl noch weiterentwickelt, gehe ich mal von aus. Gucken wir mal, ob wir vielleicht das Comic-Pack machen. Aber bin mir jetzt noch nicht sicher, da könnt ihr noch mal in den Kommentaren was schreiben. Gut, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir dann hier noch mal rein, ob wir da noch was erweitern können oder nicht, ne? Bis gleich. So, da Radolf Zell hatten wir letztes Mal hier angepackt. WSD war jetzt falsch, ne? Gehen wir hier hoch, da oben waren wir irgendwo, glaube ich, rum. Ausbauen, ne? Oder? Wo vertue ich mich? Ne, ich vertue mich. Hier unten wollten, ne, wir waren Radolf Zell, das ist ja Adenau. Wir wollen hier weiter ausbauen, das hatten wir letztes Mal besprochen. Da schauen wir doch mal rein, wo da die Bushaltestellen hin müssen. Ich nehme mal die. Da meckert er mich an. Okay, das bedeutet aber, da muss sie hin. Das heißt, wir machen die Straße vielleicht hier so lang. Ja. Das heißt, von hier nach da, von da nach da, oder? Dann setzen wir da eine Bushaltestelle hin und den Postkasten setzen wir daneben. Passt. Hier können wir die Straße natürlich durchziehen, ne? Machen wir auch, bevor Simotrans das vergisst zu machen. Und dann ist die nächste Stelle hier irgendwo. Hier, das heißt, hier müsste es hochgehen. Straße ist noch ausgewählt und wir müssen tatsächlich hier bis zum Berg und dann müsste die Haltestelle da sein und den Postkasten machen wir direkt daneben, dann passt das auch und ist alles abgedeckt. Zwei Haltestellen dazu, ging schnell, dieses Gymnasium ist jetzt angeschlossen, war doch ein Gymnasium, ne? Ja. Und die Haltestelle muss natürlich jetzt noch aufgerufen werden. Und war das jetzt ein Bus? Ne, das ist die Straßenbahn. Okay, da müssen wir schauen, wer hier wo fährt, ne? Gucken wir mal. Ja, hier halten sie, glaube ich, alle an. Das macht jetzt nicht so Sinn. Hier oben ist eine Haltestelle mit nur Bus. Stadtbus Adenau Bahnhof Süd. Das sieht doch gut aus. Dann machen wir da die beiden rein, ne? Würde ich aber sagen, warte mal, lass mal schauen. Das ist der Hauptbahnhof, klar. Hätte ich mir auch denken können, ne? Wo ist die Luisenstraße? Die ist da. Und dann noch die Sattlerstraße. Die ist da. Okay, das passt ja. Nach der Sattlerstraße können wir dann weiterbauen, weitergehen. Sattlerstraße macht zu. Linie ändern ist angesagt. Wir müssen erst wieder zur Großbäckerei. Dann fahren wir hier hin. Dann fahren wir wieder zur Großbäckerei. Und dann fahren wir dahin. Nur hier müssen wir noch eine Straße verbinden, damit die nicht so einen riesen Umweg fahren muss. Und das macht sonst keinen Sinn, denke ich mal. Zwei Busse sind da drauf. Wir verbinden noch mit 50 km/h hier diese Straße, denke ich. Dann kann der Bus hier so lang fahren. Ne? Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir die Seite auch fertig. Hier oben war ja, glaube ich, nichts mehr. Ne? Ich meine, ich hätte letztes Mal schon geguckt. Bis auf den Kreisverkehr im Nirgendwo müssen wir nirgendwo was bauen. Dieses Fläche ist auch dran. Ne? Dieses Fläche, ne? Alles klar, diese Fläche. Hier wird auch wunderbar gebaut. Alles ist gut. So, jetzt von Radolf Zell sind wir, glaube ich, letztes Mal gekommen. Ich glaube, da müssten wir eigentlich schon fast durch sein mit Schauen. Ne? Ja, hier hatten wir letztes Mal gebaut. Ist jetzt auch nichts zu sehen. Alles ist abgedeckt. Okay, kann ja in der Zwischenzeit schon wieder was gebaut sein, ist aber nicht. Sehr gut. Nochmal die Karte und wir gehen hier oben nach Altenau.
Da weiß ich jetzt nicht, ob wir da angefangen haben zu gucken, aber wenn, wäre es auch nicht verkehrt, das nochmal zu tun. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Und dann gehen wir auch schon unbekannt, ah, da ist was. Ungeschnitten nach Hardexen über, ne? So würde ich es jetzt mal nennen. Oh, hier ist sogar noch ein Denkmal drin, ne? Da müssen wir ordentlich schauen, wie wir da hinkommen. Die Bushaltestelle. Baustoffhandel ist da. Der nimmt das noch mit rein. Oh, ich glaube, hier ist eine Gastwirtschaft. Haben wir die überhaupt angeschlossen? Ja, sieht so aus. Jetzt ist die Frage, wo setzt ihr hier noch eine Haltestelle hin, damit das angenommen wird? Schwierig, ne? Straße gebaut. Wir müssten also 1, 2, 3, 4 hier irgendwo was haben. Ja, hier wird wahrscheinlich sowieso nichts mehr gebaut werden. Das würde bedeuten, Straße so, wir decken das so komplett ab. Bauen die Haltestelle hier hin, die dann auch schon fast alles abdeckt. Ja, auf jeden Fall machen wir das so und den Postkasten noch dazu. Und alles ist gut. Und hier müssen wir mal gucken, ob wir es dann irgendwo hinsetzen. Ja. Okay, das bedeutet, jetzt müssten wir schauen, wer hält hier wo an. Da gibt es eine Bushaltestelle. Ah, warte mal, wir müssen die Lupe machen. Verbindung, und das ist Stadtbus Hardexen. Der aber schon voll ist, oder? Ja. Das bedeutet, wir müssen hier eine neue Linie etablieren. Ich glaube, hier ist es, ne? Ja, das ist die Maschinenfabrik. Aber hier hinter befindet sich irgendwo das Depot. Oh, die ist jetzt richtig schwer zu treffen, ne? Warte, dann nützt es nichts. Dann müssen wir mal drehen. Da ist es. Aber ich habe wieder... Das gibt's doch gar nicht, oder? So, jetzt aber. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert in der Hinsicht. Ich mache aber gleich mal wieder unsere normale Ansicht. Und jetzt müssen wir überlegen, wo wir den Tausch machen. Den machen wir hier an der Ahornstraße. Ahornstraße ist das, weil da ist das Beste dann für uns wegen... sag schon. Den nehmen wir. Machen den Fahrplan, der von dort nach dort nur geht. Ist gerade nicht so dolle. Machen eine neue Linie und die Linie heißt Stadtbus Hardexen Ost. Schuss. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Ja, sieht gut aus und wir lassen den starten. Der fährt zwar Minus jetzt gerade ein, aber das ist dann halt so. Aber hier, vielleicht wächst hier ja bald auch noch was. Ist das abgedeckt? Ich glaube, das ist nicht abgedeckt. Nee, es ist nicht. Das heißt, da muss auf jeden Fall auch noch was hin. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber kann man nicht ändern. Dann würde ich sagen, Bauwerkzeug hier. Wir machen ein Feld, ist das, ne, oder? Dann muss er da hin, ja. Genau. Wir müssen dieses hier so benutzen und ziehen dann die Straße dort lang und setzen da ein Haltestellenschild hin, welches dann die Fläche mitnimmt, passt, und den Postkasten noch daneben. Ja, dann ist das einigermaßen passend abgedeckt hier. Und sinnigerweise ziehen wir die Straße durch, weil Simotrans das vielleicht nicht machen würde, ne? Okay, das bedeutet, da muss auch einer hinfahren. Nee, da wollte ich keine machen. Ich wollte die Lupe haben, genau, und wollte da gerade reingucken. Und das ist jetzt die Stadtbus Hardexen, ist das konkret. Okay, nee, wir wollten ja eine neue machen, ne?
also die neue Linie nehmen wollen wir ja, ne? Das heißt, statt Bus Hadexen Ost wird die Linie geändert. Ahorn war da, nehmen wir wieder und fährt hier oben hin. Passt schon. Ja, lassen wir so. Linie geändert, Fahrzeuge fahren da lang. Das kann zu. Ach, sag jetzt nicht, hier fehlt es auch noch. Tatsächlich, hier fehlt alles. Hier ist eine ganz große Haltestelle, die da fehlt. Wow. Okay, ja. Hier ist die Linie. 4 wäre hier. Funktioniert richtig schlecht. Ah, ich glaube, wir machen das von der Seite aus hier. Und setzen die mal nach da. Und dann können wir die Bushaltestelle nämlich da hinsetzen. Dann haben wir das abgedeckt. Okay, die zwei Flächen nicht. Würde schlecht werden, wenn es so wird. Aber das ist dann halt Schicksal. Und ich sehe gerade, dass das dann nicht drin ist. Na super. Egal, dann müssen wir da halt für dieses große Gebäude noch eine weitere Linie setzen. Postkasten fehlt uns noch. Der kommt dahinter. Wir hätten den Postkasten natürlich auch hier hinsetzen können, ne? Diagonal. Weißt du was? Kann ich das damit abreißen? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann setzen wir den Postkasten tatsächlich diagonal, haben das dann da abgedeckt. Allerdings ist es auch Blödsinn, weil wenn hier was gebaut wird, müssen wir ja sowieso was machen. Ja, also bringt uns das gerade nicht weiter, ne? Na komm, dann machen wir das, was wir richtig machen, nämlich das wieder abreißen. Postkasten doch an die richtige Stelle. Entschuldigung. Und wir bauen da noch eine Bushaltestelle hin, die richtig ist. Die hier ist, oder? Ja, müsste so passen. Ist jetzt überlappend, ist aber auch egal. So. Jetzt haben wir die neu und die neu. Und die müssen wir jetzt noch anbinden an der passenden Linie. Stadtbus. Hadexen. Ost war das. Schon zu weit. Da ist sie. Linie ändern. Warte mal, wir müssen ja nicht jetzt da hinten so weit hinfahren, ne, oder? Also das war eben ja hier noch, glaube ich, richtig mit Ahornstraße. Genau, das machen wir noch. Das war ja die. Aber diese Linie machen wir jetzt nicht dahin, sondern die machen wir hier hin. Er fährt dahin, nach dahin. Und diese fährt er dann an für da. Passt. Gute Linie gebaut, ne? Könnte man ja vielleicht mal verfolgen und sich das angucken, was da passiert. Das Fenster können wir zumachen. Ja, ich kann die Fenster leider nicht verschieben. Das ist ein bisschen doof, weil ich das kaputt habe. Ne? Irgendwas war da mit meinem Paket nicht in Ordnung, um die Fenster zu bedienen. Bin froh, dass es überhaupt noch läuft. Wo fährt er denn jetzt hin? Ne, das war die Kaffeepause. Ich will den haben. Okay, er fährt zu dieser neuen Haltestelle, hat zwei Leute und fährt... Warte mal, ist das so richtig? Wo ist er jetzt? Im Stau? Ja, er steht im Stau. Und na super. Da ist ein Stau. Hier können sie nicht reinfahren, weil da auch irgendwas nicht passt. Okay. Dann müssen wir da mal gucken, warum nutzt er dieses Schild hier nicht, was davor steht, und er nimmt eine andere Haltebucht. Das ist doof. Okay. Ich drehe das mal gerade, um das besser sehen zu können. Ja, hier sind Haltebuchten, Leute. Fahrt doch da rein. Aber wo stehen die Schilder dafür? Das ist aber schon hier, ne? Ja, ist da, aber funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle.
Ach, ich bin jetzt noch in dem. Ah, das ist falsch. Jetzt wird's ernst. Das haben wir abgerissen, das ist gut. Ich muss jetzt in den Bus rein und da das Verfolgung ausmachen, damit ich meine Karte wieder verschieben kann. Ne? Genau so ist es. Hier ist irgendwie was doof gelaufen jetzt gerade, ne? Wie baue ich das, dass das funktioniert? Das bedeutet, ich reiß erstmal was ab. Den und den. Mach da die Straße nach da, von da nach da. Setze hier das Schild für die Einfahrt hin und nehme dieses und reiße das von da nach da ab. Geht gerade nicht, weil da ein Fahrzeug steht. Super, oder? So, jetzt muss ich aber hier noch eine. Ach, ich hätte das nicht abreißen sollen, oder? Doch, ich musste das abreißen. Das muss auch weg. Und hier möchte ich von da nach da. Dieses Schild steht da schlecht, das muss da wieder weg. Und ich stelle das Schild lieber hier hin. Oh, da stelle ich es doch auch fast nicht hin, oder? Ich stelle es lieber dahin, da weiß ich, wie es richtig rum ist. Das weg. So, jetzt muss ich es aber irgendwie hinkriegen. Jetzt müssen wir erstmal diese ganzen LKWs da wegschicken, wahrscheinlich. Du mach mal Fahrplan den nächsten und fahr dann mal weg und ich hoffe, die anderen fahren durch. Ach, knapp daneben, ne? So, die fahren alle weg, das ist schon mal gut. Der Bus fährt dann auch wieder, den ich ja eigentlich beobachten wollte. So, jetzt muss ich aber hier. Jetzt ist da gerade einer wieder im Weg. Das wegreißen, das ist richtig. Jetzt muss ich das, glaube ich, auch wegreißen. Hier setze ich mal gerade teuer an der Bushaltestelle hin, um dann die Abholung hier zu machen, damit das eine Haltestelle bleibt. Reiße dann wieder die Bushaltestelle weg, um dann wieder eine Straße zu bauen, die hier ist und da ist. Und dann mache ich da zwei Haltebuchten hin. So, und jetzt sollte es eigentlich so sein, dass die vier Buchten genutzt werden können. Ohne Probleme von hier reinfahrend. So, unsere Ansicht wieder auf normal ist diese Ansicht, ja. Jetzt brauche ich noch den Bus Ost. Schließe den, guck mir den an, der jetzt gerade da irgendwo fährt. Und den wollten wir ja eigentlich angucken, ne? Also 26 Leute sind da schon dran. Sieben, oh. Also so wie es aussieht. Warte mal, der fährt da irgendwie so einen komischen Kreis, oder? Also der fährt jetzt von da nach da in entgegengesetzte Richtung und nimmt Leute mit. Das ist schon mal cool. In entgegengesetzte Richtung zur Straßenbahn, ne? Das passt also. Fährt dann dahin. Genau, nimmt die dann notfalls wieder mit. Na, ob das praktikabel ist, weiß ich jetzt nicht. Fährt dahin. Fährt von da aus nach dort. Und von da fährt er nach da. Okay, dann fährt er wohin? Ach so, der fährt da auch noch was ab. Ist das denn der richtige? Das ist der Ostbus. Ach, den habe ich da auch noch hingeschickt. Naja, auf jeden Fall fährt er jetzt meines Erachtens knapp eine schwarze Zahl da vielleicht ein. Ah, wird doch ein bisschen mehr, 670. Ja, könnte trotzdem funktionieren, oder? Nee, er fährt miese ein. Jetzt ist er bei 0, weil wir gerade ein neues Jahr haben. Können wir jetzt nochmal gucken. Aber da war sie gerade schwarz, die Zahl. Ah, obwohl tendenziell bleibt er bei der 0, ne? Ja, ich glaube, den müssen wir gar nicht weiter beobachten. Der wird sich da einpendeln, ne?
Und wenn er knapp 0 fährt, dann fährt die Tran dafür plus 1 wahrscheinlich. So, jetzt hat er wieder viele Fahrgäste. Ja. Ja, die 90 hat er noch nicht voll, das ist das Problem dann. Ja, er bleibt bei der 0, sagen wir es mal so, ne? Das ist auch okay so. Verfolgen aus. Wir sind jetzt hier fertig, glaube ich. Und wir sind auch dann mit der Folge erstmal durch, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.